Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grand Tactician The Civil War. Und ich mach mal hier, drück mal auf den Play-Button. Ich bin sehr gespannt, die Army of Northeastern Virginia ist unterwegs. Mich wundert gerade, dass die nicht per Eisenbahn verlegen, es liegt aber wahrscheinlich daran. Und das könnte sich jetzt auch mit dem Patch geändert haben, denn teilweise war es möglich, Eisenbahnlinien in feindes Land zu benutzen. Deswegen marschieren die wahrscheinlich. Also das war vorher hier noch alles rot. Wir schauen jetzt mal nach hier oben in die Schlacht rein, wie es da aussieht. 24.000 Mann gegen 7.000. Ist die Frage, ob die Army of Potomac... Army of Northern Virginia macht mir keine Sorgen. Unit routed. Genau, die Belagerung läuft jetzt hier automatisch ab. Schauen wir mal, was wir für neue Meldungen reinbekommen. Kann man eigentlich alle löschen. Alle gelesen und gelöscht. Dann schaue ich nochmal eben in die Projects rein. Neue Projekte sind möglich. Infrastructure Reform. Finance Improvement of the Nation's Infrastructure to allow faster movement of goods. Infrastructure Improvements such as Macadamizing Roads. Das Wort habe ich noch nie gehört. Macadamizing. Or building new corduroy roads. Auch noch nie gehört. Construction of modern bridges and improving of the canal network are expensive projects, but will also greatly benefit the nation's war effort. When the infrastructure can support more traffic, it means larger armies can also be more successfully supplied. Okay, wir können also hier unsere Infrastruktur stärken oder wir können Subventionen, die Industrie subventionieren. Subsidize the nation's heavy industry, increasing profits for the private companies and making their businesses more lucrative. This will boost production and encourage further expansion. Hört sich ehrlich gesagt beides spannend an. Industrie und Infrastruktur ist auch Industrie. Wisst ihr was, wir gehen zuerst auf die Infrastrukturreform, neue Brücken bauen, Eisenbahnlinien ausbessern. Hört sich für mich jetzt sinnvoller an. Samson, schau mal, da ist das Tier. Mein Kater ist gerade ein bisschen narrisch, weil da irgend so ein Insekt rumspringt. Ich hoffe auch, dass das in Cincinnati bald Geschichte ist hier. Und die Armee ist auch unterwegs. Alles klar, gehen wir mal auf fünffache Geschwindigkeit. Viel schneller traue ich mir gerade nicht zu. Sagt man, ich habe doch noch eine neue Flotte ausgehoben. Wo war denn das? War das nicht in Baltimore? Doch, in Baltimore war es. Wie viele Schiffe stecken da jetzt momentan drin? Immerhin 7. Und ich mache jetzt nicht den Fehler, wie vorhin. Ich werde die jetzt per... Das war falsch. Ich werde die jetzt nicht entlang der Forts... Das würde mit den Wegpunkten hier nicht so gerne machen. Sind hier Force, Stance, Defensiv, wir greifen nicht an, Fleet Orders, Blockade. Und dann bewegen wir die mal runter, dann später nach Charleston. So, wie sieht es jetzt hier aus? Army of Northeastern Virginia, die marschieren. Carter, geh weg jetzt! Hier ist das Tier, komm. Samson. Irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht, was hier passiert. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Schauen wir nochmal rein. Jetzt sind es bereits 35.000 Mann gegen 56.000 Mann. Army of Pennsylvania. Sind jetzt alle schon da. Ich mache jetzt hier mal langsamer. Jetzt will ich die Schlacht natürlich, ehrlich gesagt, auch gerne mal durchführen. Kann ich aber nicht machen. Assault. Das wäre spannend. Ich mache mal Pause hier. Battle of Winchester. Ja, die sind jetzt alle hier mit beteiligt. Vielleicht stelle ich die Armeen hier... Ich kann die nicht umstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier gar nicht wechseln auf Angreifen. Assault. Warum geht es nicht? This land battle is already ongoing and cannot be played manually anymore. Schade. Die Schlacht hätte ich gerne selber geführt. Haben schon länger keine mehr gehabt. Aber wieder was gelernt. Das heißt, wenn eine Schlacht bereits länger läuft, kriege ich da auch keinen Zugriff mehr drauf. Schade. Die hätte ich, das große Gefecht hätte ich gerne selber gemacht. Muss ich zugeben.
Victory at Winchester, Army of the Northwest in Retreat. Colonel Steedman becomes a National Hero. Dann würde ich sagen, können wir den Colonel Steedman auch befördern. Battle of Winchester hat geendet damit, dass die Army of the Northwest aus dem Schlachtfeld zurücktritt. Wir haben einen bemerkenswerten strategischen Sieg errungen und den Feind gezwungen, Land aufzugeben. Der Feind hat 4824 Mann Verluste, wir haben 5000 Mann Verluste, 2900 Gewehre erbeutet, keine Geschütze und 1500 Mann sind in Kriegsgefangenschaft geraten. Battle of Winchester. Und schauen wir doch gleich mal an, wie sich die Armeen jetzt hier bewegen. Vielleicht können wir den McDowell noch jemand hinterher schicken. Army of the Northwest. Was haben wir denn hier? Ich muss jetzt hier echt Pause machen. Army of the Northwest. 11.000 Mann. Army of Potomac. 27.000 Mann. Army of Northeastern Virginia. 40.000 Mann. Wisst ihr was? Ich würde ganz gern eigentlich die Army of the Potomac jetzt verfolgen. Schauen wir uns mal an, wo die zum Stehen kommt. Wie sieht es in Cincinnati eigentlich aus? Ja, es müsste bald durch sein. Hoffe ich zumindest. Belagerung hier. Assault. Da würde ich jetzt auch sagen, wir machen mal ein Auto-Resolve-Assault. Nee, komm. Lass mal die Belagerung hier noch ein bisschen. Das Depot hier wird noch gebaut. Army of the West, Supplies 0. Hier oben wird ein Supply-Depot errichtet. Hoffentlich, wie viel Munition haben wir noch? 46% Provisions, 6% plus. Ich kann jetzt nur hoffen, dass hier oben kein Feind wartet. Ja, das mit dem Supply habe ich auch noch nicht so hundertprozentig drauf. Suppress Population, das brauchen wir noch nicht. Da können wir quasi in eroberten feindlichen Staaten die Bevölkerung etwas unterdrücken und wahrscheinlich Unruhen bekämpfen oder solche Geschichten. Schauen wir an, wie es hier weitergeht. Es ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Army of Northeastern Virginia, 1600 Mann, wisst ihr was? Wir geben jetzt der Army of Northeastern Virginia den Befehl, sie sollen offensiv sein. Bewegen wir uns hier mal hoch und schauen uns an, ob wir hier oben den Feind stellen können. Fort Meadenhall. Dauert noch ein bisschen, bis die Einheiten da sind. Wie sieht es mit unseren Depots hier unten eigentlich aus? Ist fertig. Dann Engineer Corps of West Virginia. Wo setzt man das jetzt ein? Gute Frage. Also wir sollten langsam mal vorbereiten. Ehrlich gesagt, Richtung Nashville, Bowling Green, Harrodsburg, Louisville, Munfordville. Wir wollen nach Bowling Green runter. Wir werden das Engineer Corps hier rüber schicken. Stance ist defensiv. Und schauen wir uns die neuen Meldungen an. Price withdrawing. The enemy Missouri State Guard seems to have withdrawn and is obviously trying to regroup. Mein Gott, mein Englisch ist halt wieder fantastisch. Okay, die Army of the Northwest. Das heißt, wir bekommen hier wahrscheinlich auch das Depot. Nein, die brennen es nieder. Burning down. Schauen wir mal, ob das Depot hier niederbrennt. Was haben wir noch für Meldungen? Officer Loss Report. Colonel Robert B. Mitchell und Brigadier General James S. Nagley
Und Colonel Augustus Moore ist verwundet. Und wir haben erneut 25 Millionen an Kriegsanleihen rausgegeben. Nicht schlecht. Alle gelesen, alle weg. Ja, mir fallen oft die Meldungen einfach gar nicht auf. Die Army of Occupation hat mittlerweile auch schon 35.000 Mann. Wir werden jetzt Wheeling einnehmen. Die anderen Armeen sind ja derzeit beschäftigt. Und das Fort Meadenhall hat Probleme mit den Supplies. Muss ich dann ein Depot errichten? Schauen wir uns mal Wheeling einnehmen. Können die eigentlich nicht selber ein Depot bauen hier? Nee. Muss ich einer dran führen? Schlecht. Sollen sie da hochbewegen jetzt endlich? Solange wir noch. Genügend Readiness haben. Bewegen die sich jetzt? Mal die Frontlines aus. Ja, sie bewegen sich. Schauen wir mal. Was heißt denn die 1 neben dem Potomac? Ausgewichen. Schweinerei. Werden wir es wohl nicht stellen können. Army of Northeastern Virginia. Jetzt mache ich hier mal tatsächlich Pause. Wie viele Depots haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier kein einziges Depot. Doch hier. Nee, ist kein Depot. Engineer Corps, die sollen uns jetzt ein Depot bauen. Army of the Potomac. Muss ich jetzt hier echt in die Verfolgung gehen? Ich probiere das jetzt mal. Ich möchte die hier raus haben. Ich habe den Eindruck, dass etwas zu viel passiert. Carthage. Ja, wir bekommen jetzt hier natürlich direkt aus Carthage unsere Supplies. Und die Stadt ist auch schon in unseren Händen. Allerdings haben wir hier kein Supply Depot. Die Missouri State Guard ist jetzt hier oben. Ich glaube, es hackt mit 5000 Mann in meinem Gebiet. Wir haben genügend Rationen, oder? Schauen wir mal. Für die Viecher haben wir 79%, 68 Provisions, also Verpflegungen für die Einheiten im Feld. So, das ist unser dritte Blockading Squadron für den Atlantik. Da gehen wir auf die Häfen bei Savannah, Charleston und hier unten Fort Walker. Passt. Okay, wir ziehen jetzt hier runter. Vielleicht können wir die Armee jetzt dann irgendwann mal stellen. Fort Law Garrison. 1700 Mann, 20 Geschütze. Das heißt, wir haben Alexandria ganz gut abgesichert hier bei Manassas Junction. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Wir werden jetzt dem Engineer Corps noch sagen, sie sollen hier ein Depot errichten. Und hier oben, Wheeling gehört jetzt auch schon zu uns. Frontlines. Aber noch nicht wirklich. Warum sind die Frontlines hier? Das war nicht die Frontlines, das war Intelligence. Frontlines, okay.
Wheeling gehört uns. Jetzt wäre natürlich Crafton, Virginia auch noch interessant. Bereitschaft ist hoch genug. Dann auf nach Crafton. Derzeit sind die feindlichen Armenier in Virginia maximal beschäftigt. Situation, Condition Alert. Wir haben wenig Verpflegung für die Pferde und wenig. Increased sickness and desertion are always slowing the unit down. Die Frage, warum das hier so schlecht ist. Brauchen wir dann Depot? Die Supplies liegen bei 100%. Müssen wir bloß wieder aufbauen. Die Missouri State Guard ärgert mich da jetzt natürlich. Ist die Frage, ob ich noch ein zweites. Wisst ihr was? Wir stellen hier noch ein Kavalleriekorps auf. Beziehungsweise Armee, aber man muss sich momentan eher vorstellen, dass es Chorgröße hat. Na, meine Maus spinnt. Jetzt. Nein, spinnt immer noch. Ja, das sind die Katzenhaare. Also Missouri. Schauen wir mal, ob wir in Missouri noch eine Armee, noch was aufstellen können. Militär, neue Army in Missouri. Freeman. Wir nehmen jetzt mal 3x Kavallerie. Die Artillerie kann ich rausnehmen. Delete, wisst ihr was? Was wir da machen? Wir fügen da mal eine Horse Cavalry dazu ein. Zwar ein bisschen viel, mein Gott, Alex. Na komm, mal 4. Plus einmal Horse Artillery. Macht er nicht, oder? Fehlt mir dazu wahrscheinlich die Geschütze. Ne, geht nicht. Sind 2000 Mann. Ich nehme doch noch dreimal Infanterie hier mit und einmal Artillerie. Ja, wir laufen schon wieder leer hier auf meinen 18.000 Mann, gehen noch, allerdings hier nur in so kleineren Mengen. Schauen wir mal. Gut, Missouri läuft. Schauen wir, ob wir jetzt in Virginia nochmal eine erfolgreiche Feldschlacht erzwingen können. Wobei wir jetzt auch schon runter sind auf 37.000 Mann. 28.000 Potomac plus 1500 Northern Virginia Armee. Ladener Destination. Den haben wir schon. Beauregard. Ja, das war hier. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in Cincinnati aus? Kommen wir da langsam mal zu einem Ergebnis. 7000 gegen. Ja. Das hier unten sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Es ist bloß die Frage, wie lang diese Schlacht hier noch dauert, die Belagerung. Hier oben ist die Army of Southwest Missouri. Derzeit ein Mann anwesend: Major General John C. Freeman. McClellan rückt auf Crafton, Virginia zu. Und damit wird es eine Weile dauern. Kann man das hier sehen? Ah, hier oben sieht man einen ganz dünnen Balken, den Fortschritt, wann Crafton quasi in unserer Hand ist.
Aber ich brauche hier dringend eine Einheit, die hier Nachschub liefert. Ja, wir sehen also, die konföderierten Armeen suchen hier das Weite. Ich hatte eh vor, eine Kampagne in Shenandoah Valley zu machen. Da gibt es viel zu holen an Ressourcen. Die Frage ist jetzt, ob ich nicht tatsächlich versuche, mit der Army of Northeastern Virginia weiter vorzustoßen. Readiness ist noch einigermaßen vorhanden. Das heißt, wir probieren es jetzt einfach. Wir ziehen jetzt hier noch runter. Und dann müssen wir sie wieder zur Ruhe kommen lassen, schätze ich. Genau, sobald die Readiness nämlich in den orangen Bereich fällt, kann ich keine offensiven Operationen mehr in Feindesland unternehmen. Und wir sehen es ja natürlich nach wie vor an den Grenzlinien. Das ist Konföderiertengebiet und dementsprechend natürlich noch nicht uns freundlich gesinnt. Engagement. Army of Northern Virginia ist in Contact with Army of Northeastern Virginia. 37.000 Mann gegen 11.000 Mann. Wisst ihr was? Auch da machen wir ein Auto-Resolve. Ja, da machen wir ein Auto-Resolve. Es macht keinen Sinn. Das ist so einseitig. Dann macht auch keinen Spaß zum Spielen. Ich suche natürlich schon auch ein bisschen Action. Aber soll natürlich auch ein bisschen herausfordernd sein. Und bei einem 3:1 Verhältnis, da kann ich sagen, da wird nicht viel passieren. Da geht auch nicht viel schief. So, die haben langsam ihre Supplies wieder aufgefrischt. Wie liegen wir denn jetzt hier beim Futter für die Pferde? 46% und Rationen für die Soldaten bei 35% ist natürlich noch nicht viel. Wieso gehört Springfield jetzt eigentlich wieder den Konföderierten? Spinnt der? Missouri State Guard. Eigentlich müssen wir dann nach Springfield. Engineer Corps of West Virginia. Die haben hier die Depots errichtet, die jetzt allerdings in konföderierte Hände gefallen sind. Auch sehr schlau. Aber mit denen wollte ich hier ein Depot errichten. Okay. Wie sieht es bei der Schlacht hier aus? 37.000 Mann gegen 11.000 Mann. Das wird ja wohl ganz in unserem Sinne ausgehen. Haben wir in Craft eigentlich ein Depot? Ja. Wisst ihr was? Ich frage mich, ob ich jetzt hier einen Fort bauen sollte. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Fort hier bei... Ah, die sollten noch einen Fort bauen. Haben sie nicht gemacht. Jetzt. Ganz vergessen. Ich glaube, ich sollte mal meine Strichliste machen. Victory at New Market. Army of the Northwest in Retreat. Der Feind hat 1200 Mann Verluste gehabt, wir 880. 725 Gewehre erbeutet und 524 Soldaten sind in Kriegsgefangenschaft geraten. Supply Alerts, ich muss mal schauen. Unsere POW-Camps, wie es denen derzeit geht. So, das war's jetzt aber hier auch mit dem Vormarsch. Vorerst. Was haben wir denn hier für Städte? Es ist so viel New Market. Strasbourg, ja, New Market wäre natürlich noch. Kann ich dir noch hier befehlen? Union Army is unstoppable. Confederates forced skedaddle. Wieder ein Wort, das ich nicht kenne. Unsere Moral ist intakt. Ich möchte die Stadt hier ganz gerne noch einnehmen. Ich glaube, es geht nicht, oder? Engagement. Okay,
Das wird interessant. Die Army of Northeastern Virginia mit 36.000 Mann gegen die Army of Potomac mit 27.000 Mann. Allerdings, wir sehen es hier, Units with low morale. This unit contains 9 brigades with a total of 13.000 men that are low on morale. This may be due to recent retreats, low supply or low fighting spirit. They may break immediately during battle. Also wir haben 9 Brigaden, die nicht besonders gut aufgestellt sind. Ja, Mai, play battle. Und da würde ich aber sagen, den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Da können wir uns dann voll drauf konzentrieren. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich auch gute taktische, operative, nee, umgekehrt, strategisch, taktisch, operativ, strategische Entscheidungen auf euren Schlachtfeldern. Macht es gut, wir sehen uns dann beim Battle of New Market, Virginia, am 22. Oktober 1861 in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao, pfiat's euch, servus.